Okay, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt hier mit Bello in Hamburg in der Stadt. Und eigentlich wollten wir jetzt einen Kollegen von ihm treffen, aber wir wissen noch nicht, ob er kommt. Die haben abgesagt. Die haben abgesagt. Wie bitte? Die haben abgesagt mit Samuel Altman. Wie können die es wagen? Street Photography. Nee, ich weiß nicht mal, ob die meine Sachen angucken, aber ich werde einfach mal ein bisschen aus Spaß. Und hier ist meine GoPro kaputt gegangen oder ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Kamera hat keinen Ton aufgenommen, es ist verzerrt und das wird leider im Laufe dieses Vlogs noch öfter passieren, deswegen kann ich euch leider nicht zeigen, was wir alles gefilmt haben, was mega schade ist, weil da waren ein paar echt gute Sachen dabei. Naja, es ist wie es ist und trotzdem viel Spaß. 50 Millimeter? Ja. Ja, und also fast so groß wie mein Spaß. Wir lachen. Danke, GoPro. Ungewohnt, das ist komisch, ne? Das ist total ungewohnt. Das ist voll nah. Und dadurch, dass es so nah ist, ist der Autofokus so langsam und man kann nicht wirklich schnell fokussieren. Der ist trotzdem voll schnell. Ja, also es ist halt. Es ist cool so für Details, ne? Mhm. Ich habe halt noch nie damit Street gemacht. Aber heute kann ich endlich damit Street-Fotos machen und ich freue mich schon. Yay. Macht wieder Sinn. Ja, ich meine, es ist. Es macht bestimmt Spaß heute. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ich habe echt noch nicht viel damit gemacht. Ja. Also das ist der Plan. Ich mache Bilder damit. Und für ein Video, das ich irgendwann nochmal drehen muss. Und ja, habt Spaß. Und sagt es euren Eltern. Sagt euren Schwestern Bescheid. Und euren... was auch immer. Und kommt alle um 20.15 Uhr am Samstag auf brivals.tv und votet für Bello. Nicht für jemand anderen. Okay, wir waren jetzt gerade, wir sind gerade im Hauptbahnhof, hier ist so ein Testcenter und ich habe da gerade ein paar Bilder gemacht von dem Bus und schon ist jemand gekommen und hat gesagt, hast du gerade ein Foto von dem Bus gemacht? Und dann, weißt du, ja, ich hab ihr gezeigt, so, ich habe ein Foto vom Bus gemacht, schöne Farben und so hier und dann war alles cool. Das Ding ist, ihr war es wichtig, dass man niemanden im Bus sieht, sieht man auch nicht. Aber in dem Moment hätte ich auch sagen können, so, nein, habe ich nicht. Ja. Dann hätte sie gesagt, ja, ich habe das aber gesehen. Dann hast du natürlich verkackt. Ne? Warum fragst du dann, wenn du es gesehen hast? Genau, genau. Deswegen ist es immer gut zu sagen, ja, hier habe ich gemacht, siehst du, ja. coole Farben und so, dann ist alles gut. Ja. Ja. Dann sind wir ein bisschen gefährlich. Okay. Nur so das 60 mm. So, ich wollte eigentlich gerade sagen, wenn du 60 mm fotografierst, ne, oder wenn ich 60 mm fotografiere, habe ich gemerkt, ich kann einfach stehen bleiben, mein Ding machen und keiner kann was sagen, weil, gib mal ganz kurz die Kamera, weil die Bilder, die man macht, ne, sind halt solche Bilder, also du siehst halt keine Menschen, das ist echt schwierig, damit Menschen zu fotografieren und deswegen kannst du einfach stehen bleiben und sag, kann dich ja, wenn ich jemanden frage, was machst du, dann sagst du einfach das. Und dann... Ja. Ein Stück Scheiße. Ein Stück Scheiße. Okay, jetzt können wir. Komm. Im Auto so fast. So kann man sich das Leben auch spannender machen. Hier auf der Straße fast vom Bus überfahren. Das ist ja richtig Content hier. Diese Layers. Oh my gosh. Ey, das... Das ist zwar mega langweilig so, das Motiv ist mega langweilig, aber die Komposition macht daraus ein Meisterwerk. Jedenfalls ist es gut genug für ein Testbild, für mein Review. Das ist echt schwer, ey. Kunst. Kunst. Kunst passiert im Kopf. Jetzt noch mal einen smarten Message für deine Community. Kackhaufen. Kackhaufen. Seht ihr diese Details? So, nächster Stopp. Kaffee. Das ist das Wichtigste, wenn man in die Stadt geht. Essen, trinken. Ein paar Fotos knipsen. Kannst du das aber bitte blurren? Wir wollen keine Werbung machen. Diese Power habe ich hier nicht auf diesem Kanal. Verdammt, dann schicken wir das jemand. Bitte, Espressohaus, sponsere uns. Oh, es regnet. Das ist so typisch Hamburg, ne? Ich will eine neue Kamera, eine X100V. Espressohaus. Was? Damit ihr Bescheid wisst. Nicht genug, dass man die Kamera einsteckt, aber es ist auch genug, dass es
ein bisschen nervt. Aber eigentlich ist so ein Wetter gar nicht so schlimm, weil es ist immer noch besser als so ein Sommermittagstag. Weil so eine knallharte Sonne, ich mag das irgendwie nicht. Eigentlich finde ich das geil, das Wetter. Was? Ich muss das einmal für die Kamera auch sagen. Ja. Es ist fast ein Jahr her, glaube ich, oder länger, dass wir sowas so ganz einfaches Socializing machen, mit Kaffee in der Hand und draußen Streetfotos. Ja, haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Prost. Ja. Ey, ich habe ein kleines Déjà-vu. Ich habe auch ein kleines Déjà-vu. Einer der Plätze, wo das alles angefangen hat bei uns in Hamburg. Ja. Haben wir alles zufällig gesehen und ich glaube, da stehen auch schon wieder solche... Also das geht, wir haben es satt, aber wer und was satt hat, das finden wir jetzt raus. Aber die haben da irgendwelche farbigen Flaggen, also vielleicht ist das was anderes. Ah ja, Müll. Müll, achso, es geht um Müll. Auch hey. Nazis. Verschwenden, Anti-Verschwendungszone. Dann schmeißen wir doch unseren Pappbecher da. Scheiße. Komm mal, wir haben ein Foto. Ja, genau. Bist du etwa ein Müllverschwenderer? Nein. Bist du etwa ein Müllleugner? Nein, aber ich meine, wenn ich demonstriere und mich hinstelle und sage, dann mache ich doch nicht. Wir haben gesagt, die wurden locker gefragt von der TV-Crew, dass sie das machen, oder? Glaube ich nicht. Nee? Die sind gerade allein auf die Idee gekommen. Ich glaube, die Erdbeere ist die Führung hier, oder? Nee, was die ist das Erdbeere da links? Ist die Führerin. Was ist denn das da links? Nee, ist keine Erdbeere. Wer von euch ist der Führer? Das bin ich. Die führende Person. Ja. Gendergerechte Sprache. Darüber will ich meine Bachelorarbeit machen. Oh, guck mal! Wow! Oh nein! Darum tue ich mir das an. Das passiert, wenn du nicht richtig genderst. Vor einer Essenverschwendungsdemo. Scheiße. Aber da ist noch was drin. Das ist kein Essen, das ist Trinken. Ja, stimmt. Ja, es tut mir leid, also ich bin auch gegen Essen verschwenden. Der Junge hat sich mies hingelegt, Digga. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, oder ob du es verdeckst. Irgendwas ist hier los. Wir sind hier, ne? Dämonen am Werk. Ja. Walle, wo schmeißt du es jetzt weg? Einfach auf den Boden. Spaß. Ja. Ja. Und, wie fühlt sich das an, ein misogynes Arschloch zu sein, das Essen verschwindet? Also, Statement. Wo waren Sie gestern um 23 Uhr? Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass Sie Illuminati-Anhänger sind? Also mir ist das echt alles egal mit dem Essen. Also sollen die sich doch mit Erdbeer spritzen? Das ist mir echt... Also es gibt ja gar keinen Müll. Breaking News. Müll ist... Taro ist Verschwörungstheoretiker. Müll ist alles Fake. Müll ist Fake News. Die Reise geht weiter. Ich fand gut, wenn sie den hochgemacht hat, Menschen drunter durch. Mhm. Aber wir sind dann an der Seite vorbei. Ja. Es wäre cool, wenn die sich so gebückt hätten. Also ich weiß nicht, ob da was dabei ist, aber naja, das ist Street Photography 101. Okay, ich werde das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns beim Sparfarben zu... Und ganz viel cooles Zeug zu verpassen, weil meine scheiß GoPro nicht funktioniert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Eine kurze Sache noch. Ich mache gerade meine Objektive sauber, weil es jetzt geregnet hat. Und mir ist gerade was eingefallen. Regnet. Auf keinen Fall das Objektiv einfach, so wie ich es jetzt gerade mache, sauber machen, weil der Regen hat ja auch Schadstoffe und ist ja nicht sauber, ne? Aber ich habe zum Glück hier so ein Brillentuch. Na, freu dich doch einen Keks. Das jetzt
sauber machen. So. Scheiße, das sieht aber nicht wirklich... Digga, du hast dein Objektiv kaputt gemacht. Gut, dass ich nichts dafür gezahlt habe. Ich wollte gerade so tun, als ob mir der Kaffee runterfällt und auf dich kippt, aber Scheiße. Während ich so tun wollte, da habe ich gemerkt, ich kann nur es richtig auskippen. Ey, das geht nicht sauber. Also, ein Brillentuch ist noch ein bisschen nass. Das sieht irgendwie immer dreckiger aus. Vielleicht liegt es an dem Tuch. Vielleicht ist das Mikrofasertuch staubig und durch die Flüssigkeit. Oh ja. Also ich glaube, ich muss es einmal trocknen lassen, obwohl es sieht... Oh, ich hätte mal so ein Blasedings mitnehmen sollen. Ja, also so ein Blasebalg ist auch immer gut zu haben. Aber ich glaube, das Objektiv ist sauber. Ich zeige es euch jetzt nicht, weil das wird sonst wieder dreckig und nass. So, okay, kleiner Tipp am Rande.